Heute ganz neu, das ist die GoPro 10. Da werden wir ein paar Sequenzen einblenden. Wir wollen auf jeden Fall auch im Wald schauen, was da die Bildqualität hergibt. Die soll doppelt so schnell sein vom Prozessor her, aber auch deutlich rauschfreiere Bilder machen, wenn es düster ist. Und ja, schauen wir mal, was sie so hergibt. Für mich vor allem auch interessant, ob sie sich weniger oft aufhängt, weil das fand ich bei der 9er echt anstrengend. Witzigerweise kommt mir vor, die 5er hat sich oft aufgehängt, die 7er hat sich oft aufgehängt und die 9er wieder. Klar, die 8er hängt sich hin und wieder auf, aber eben kein Vergleich. Ja. Und jetzt habe ich echt viel Hoffnung in die 10er, dass sie das eben auch besser hinkriegt wieder. Ja, das war jetzt ein Fehler. Die filmt schon, aber das wollte ich gar nicht. Sondern ich wollte euch zeigen, auf welcher Einstellung ich filme. Ich mache nämlich immer alles mit den Standardeinstellungen. Da werde ich dann immer wieder gefragt. Und das ist der Standard, der drin ist. Den lasse ich einfach. Und ja, vielleicht probieren wir ein, zwei Sachen aus, aber nur fürs Video jetzt. Und diese Hülle hier ist eben gegen die Rauschgeräusche. Da seht ihr im Bildschirm. Wir wollen euch einfach ein bisschen zeigen, wie die Kamera so reagiert, wie die Bilder stabilisiert werden, wie die eben ausschauen. Und beim Radfahren wird ja sowieso alles getestet. Da schüttelt es ordentlich. Da wechseln die Lichtverhältnisse, mal eher zu hell, mal eher zu dunkel. Und ich denke, da kann man sich ein sehr gutes Bild über die Kamera und auch wie schnell sie eben auf Lichtverhältnisse reagieren kann, machen. Weil dann scheint mal die Sonne rein, dann ist es wieder düster. Wow. So, jetzt haben wir den Modus mal umgestellt. Und zwar ist es jetzt der Action-Modus. Dann filmt es mit 60 Frames per Second. Vorher der Standardmodus war mit 30. Mal schauen, ob wir einen Unterschied merken vom Bild her. Bin ich echt gespannt. Ah, und die Standardaufnahmen sind jetzt alle auf 4K mittlerweile. Das mit dem 4K werdet ihr aber wahrscheinlich erstmal gar nicht mitkriegen, weil ich sowieso nur auf 1080 ausgeben lasse. Sonst ist es mir auch einfach für den Upload zu aufwendig. Hier habe ich gar kein so schnelles Internet, das gibt meine Umgebung einfach nicht her. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, sondern um die Kamera. Wahrscheinlich ist euch das am meisten aufgefallen, weil neben dem 60 Frames per Second ist es auch so, dass das jetzt ein noch größerer Weitwinkel ist. Also wenn ich auf Standard stelle, dann hat man natürlich die Weitwinkeleinstellung, aber auf Action hat man dann noch eine Stufe mehr, das heißt dann schon super Weitwinkel. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, welche Einstellung euch besser gefällt, also die mit dem Standard, wo etwas weniger Weitwinkel ist, oder eben die Actionaufnahme mit etwas mehr Weitwinkel. Und falls ihr da einen Unterschied zur älteren GoPro erkennen könnt, was die Lichtempfindlichkeit angeht und die Qualität, dann schreibt uns das auch super gerne. Wir freuen uns über Feedback, freuen uns, wenn was besser wird, aber natürlich auch über ehrliche Antworten, wenn ihr sagt, ja, ist einfach kein Unterschied zu erkennen. So, jetzt habe ich den Modus nochmal auf die Standardeinstellungen geändert, weil ich gern sehen möchte, wie das im Wald ausschaut. Bisher hat sie sich auch nicht einmal aufgehängt. Schon mal gut. Sie hat sich den ganzen Tag nicht einmal aufgehängt. Also das ist schon mal super gut. Ich hoffe, das bleibt. Dann wollen wir noch ein Foto probieren. Wir sind RAW fotografiert, dann sieht man das auch. Mit einem Weißabgleich, ob es ein Sensor was bist geworden ist. Ich glaube schon bei der 10er. Obwohl die RAWs immer gut waren bei der GoPro, wenn es Licht passt hat. Also zu düster als nicht sein dürfen, weil einfach die dunklen Bereiche ausbrennen. Da seht ihr jetzt zwei GoPro-Fotos im Wald mit Licht und Schatten. Die sind beide unbearbeitet, also da würde sich sicher einiges rausholen lassen. Mir persönlich geht es aber mehr ums Filmen und ich finde, die Stabilisierung ist richtig gut. Die war natürlich jetzt auch bei der 8er und 9er schon sehr gut, wobei man sagen muss, bei der 9er deutlich besser als bei der 8er und jetzt hier bei der 10er natürlich mindestens so gut wie bei der 9er. Ob so viel besser ist, weiß ich gar nicht. Aber zumindest eben, sie hängt sich nicht auf. Bis jetzt hat sie sich nicht aufgehängt. Und das ist für mich ein riesiger Mehrwert. Die 9er hat sich bei mir so oft aufgehängt, dass ich die gar nicht immer komplett ausmachen konnte, sondern dann immer auf Standby gelassen habe. Und dann frisst es natürlich viel mehr Akku. Also von dem her macht mir die 10er jetzt wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wenn das so weitergeht, dann werde ich die wohl auf jeden Fall behalten. Das Video soll diesmal gar nicht so lange werden. Wir wollten einfach nur die GoPro testen und euch
eben wissen lassen, dass wir es gerade machen, also sie gerade probieren und gerne eben erfahren, was ihr so davon haltet. Schreibt uns unbedingt, wie ihr das seht. Findet ihr es besser? Findet ihr es gleichwertig? Werdet ihr es selber auch ausprobieren? Und ja, lasst uns gerne ein Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und gerne auch ein Abonnement. Und dann bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt kommt noch eine technische Stelle, die probiert der Martin aus. Da ist er sogar einmal im Baum gelandet. Das habe ich aber leider nicht drauf gekriegt. Hier beim zweiten Versuch hat es dann geklappt. Die war wirklich schwer, die ist sehr eng. Yeah!